Interessanterweise, obwohl zwischen beiden Stücken mehr als 32 Jahre liegen und eigentlich weite Welten, weil Konzert für Orchester wurde in Amerika komponiert und die Oper Blaubart noch in Ungarn. Aber die beiden Stücke sind sogar motivisch verbunden, weil der Bartok verwendet einzelne Themen von Blaubart nochmal in seinem Konzert für Orchester. Diese Oper ist im Kontext von allen anderen philosophischen Tendenzen des 20. Jahrhunderts für mich auch ein psychologisches Drama, eigentlich eine Wanderung durch Unbewusste und eine Erforschung von geschlossenen, geheimen Ecken von eines Mannes Seele. Es ist natürlich, dass alle denken, dass Blaubart selbst der rätselhafte Person ist. Aber ich möchte ja auch Judith zu einer sehr rätselhafte Frau machen. Der Bartok mit seiner Musik spannt unglaubliche Bogen zwischen Geheimnisvollen, aber eigentlich es führt von Dunkelheit ins Dunkelheit wieder zurück. Und zwischen sieben Türen, zwischen allen Zimmern erleben wir geheimnisvolle Verwandlungen zwischen Licht und Schatten. Also sie wird ja immer mehr getrieben von Neugier, von Trieb auch vielleicht sexuelle Trieb. Und natürlich wird alles sehr intensiv, aber sie versteht etwas. Und dann hat man diesen großen Fade-out am Ende, wo man nicht genau weiß, wohin sie geht. Die Katie Mitchell kann verschaffen eine unglaubliche psychologische Verdichtung von jeder Handlung. Und ich bin einfach sehr, sehr gespannt auf diese Zusammenarbeit, weil ich glaube, dass der Stoff und das Werk ist einfach wirklich für sie wie geschaffen. Es geht um die inneren Dramen unter den Personen auf die Bühne, aber auch im Zuschauerraum, dass man auch etwas in sich entdeckt, als man dieses Stück beobachtet und erlebt. Und das finde ich auch sehr spannend, auch in einem Open House zu tun.